Willkommen zurück, Leute, beim Krimi des Metalldetektors. Wow. Mein Arm erholt sich gerade wieder. Was für eine Tortur. Es war, ne, wie das Finale einer Weltmeisterschaft. Noch viel geiler. Schnauze. Schnauze? Danke. Ich bin ja schon ruhig. Wow. Hier tut ja keiner was. Das ist doch nur ein Mechanismus, also so eine Automatik. Ist das so leise oder bilde ich mir das nur ein? Nein, ich höre genug. Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Warum ist das voll leise gerade? Hab ich mir noch gedacht. Okay. Eine Attrappe. Und davon haben wir uns ins Boxhorn jagen lassen. Offenbar reagiert das Teil auf Licht oder Geräusche. Hier rumschauen. Jetzt hat er ein letztes Stücklein geschlagen. So. Was war das, Jackie Chan? Ich möchte bloß wissen, wer von unseren Verdächtigen dafür verantwortlich ist. Falls sich Heppner hier versteckt, ist er jetzt gewarnt. Bei dem Lärm, den ich gemacht habe. Ich hoffe, dem anderen stirbst du gar nichts mehr. Ja. Hat das Zeitliche gesegnet, oder was? Scheint so. Naja, du hast ja jetzt einen von mir. So. Okay, was Heppner? Was war's? Okay. Also, hier können wir jetzt nichts machen. Ich bin immer noch voller... Den Kopf sollte ich als Trophäe behalten. Ja, genau. Vielleicht schenke ich ihn Karl. Als Andenken an seinen Ausflug in die Kryptozoologie. Oder Gabi. Wo geht's denn da hinunter? Ja. Ein verborgener Einstieg? Oh ja. Hallo? Ist da wer? Da geht es ganz schön tief runter. Ja. Alles verrostet. Ja. Wer da runtersteigt, muss echt lebensmüde sein. Nein. Scheißegal, geh jetzt rein da. Komm. Ach, scheiße. Jetzt sind wir schon über so ein Kackminenfeld gegangen, weißt du, und jetzt David, traut er sich nicht darunter. Armknecht, jeder ist auf seine Weise erfindungsreich. Wer hat sich das wohl einfallen lassen? Ja, ja, wer nur? Ja, Mann, ich will da runter. Mit Tim auf jeden Fall nicht. Ja, und jetzt? Können wir nur rausgehen wieder. Da ist der Fall. Ich muss das aber nicht nochmal da machen. Ja, oder? Wenn ich nochmal machen muss, da reißt der Rassier. Den ungefährlichsten Weg beherrsche ich nun im Schlaf. Okay, super. Trotzdem ist es mir auf dem Gelände nicht geheuer. Sehr schön, dass Tim den Weg sofort im Schlaf beherrscht. Puh, wofür wir jetzt. Oh, ich kann nicht mehr. Was machen wir jetzt? Was müssen wir jetzt tun? Ich muss mich auch erstmal wieder sammeln. Schauen wir mal in die Notizen, genau. So. Ach so. Tim hat einen Zugang zum Bunker gefunden, wenig einladend und viel zu gefährlich. Nicht gerade ein gemütliches Versteck für einen Sträfling auf der Flucht. Okay. Ja, David, Armknecht. Okay, komm mit. Mit den anderen können wir wahrscheinlich nicht dahin gehen, weil die den Wo Weg nicht kennen. Wo geht's denn da hinunter? Ein verborgener Einstieg. Hallo? Ist da wer? Da geht es ganz schön tief runter. Alles verrostet. Das hat man schon. Wer da runtersteigt, muss echt lebensmüde sein. Haben wir jemanden in unserem Team, der lebensmüde ist? Nee. Wenn, dann ist immer noch Tim der Draufgänger, der meint, er wäre Herkules. Was machen wir jetzt? Krisensitzung. Gabilein. Ist bei dir wirklich alles in Ordnung? Mir geht es gut. Ich bin nicht in Gefahr. Pass lieber auf dich auf, wenn du dich schon auf dem Bunkergelände herumtreiben musst. Ich bin mega vorsichtig. Ich schwör's. Wow. Toll. Hat uns auch nicht so weitergeholfen. Mit Gabi mal dahin gehen. Ich glaube zwar nicht, dass uns das wirklich weiter... Ja, sie kennt halt den Weg nicht, ne? Ein scheiß Oscar, das macht eh immer. Du hast recht. Also mit ihr kann ich da gar nicht... Naja, wo sollen wir denn hingehen? Was können wir denn machen? Krimi-Laden vielleicht mal. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ich dachte halt irgendwie, da geht's weiter. Voll geil weiter, aber... Könnte man mit der Polizei reden oder was? Interessiert es dich? Vielleicht ein Horrorladen? Ich glaube, David hat als Bastelfreak echt was auf dem Kasten. Das Lob wird er gerne hören. Ich richte es ihm aus, wenn er zurückkommt. Ach, er ist gar nicht im Hinterzimmer. Nach so viel Knast macht er bestimmt viele Spaziergänge mit so viel Platz um sich herum wie irgend möglich. Können wir da rein? Er ist nicht da. Welches ist auf dem Bunkergelände? Nein. Was denkst du von dem Jungen? Der ist doch gut. Mensch.
Ja, natürlich, trotzdem. Vielleicht hätten wir uns umschauen können. Ich muss David sprechen, dringend. David hat Feierabend. Er wollte um die Häuser ziehen. Ja klar, immer wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Was heißt um die Häuser ziehen? Ja, in irgendeine Diskothek, gell? Ich habe etwas, was ich David ansehen sollte. Da hast du ihn verpasst. Er ist unterwegs. Keine Ahnung wohin. Ah, oh, zu dumm. Ach toll. Und wieder müssen wir jemanden hinterherlatschen. Sag nur. Aber, Oscar. Niemand will dir hier was Böses. Ich glaube, ihr Laden jagt ihm Angst ein. Du solltest mit deinem Hund lieber an die frische Luft gehen. Falls du David siehst, ich habe ihm eine Kloschüssel besorgt. Eine Kloschüssel, okay. Ich schätze ihm aus. Toll. Wo könnten wir ihn denn mal wieder finden? Richtig schön kacken gehen. Vielleicht im Klassenraum? Jetzt müssen wir natürlich mit jedem in den Klassenraum. Da könnte er eventuell noch sein. Ansonsten ein Krimiladen würde ich ihn jetzt noch am ehesten vermuten. Krimiladen, ja. Auf dem Bunkergelände war er ja nicht. Gabi, ja? Dein Häppner ist ja ausgebrochen. Ach was, das ist nicht mein Häppner. Wenn dein Vater uns im Internat beehrt, werden wir uns kaum vor Schülern retten können und die Veranstaltung in die Aula verlegen müssen. Ja, und? Das heißt, wir sollen jetzt zu unserem Vater gehen, oder war das jetzt ein versteckter Hinweis? Ach, Gabi. Ja? Ich frage mich gerade, wie viele Exemplare der Schülerzeitung ausgedruckt werden sollen. Ja, erstmal 500 oder so. Leider habe ich überhaupt keine Zeit, um den Ausdruck zu überwachen. Kurzum, die Freuden des Papierstaus bleiben mir überlassen. Richtig. Ja, du musst ja auch irgendwas tun für dein Geld. Ja, schon. So. Sollen wir jetzt zu Papi gehen, ja, oder was? Ja, schauen wir mal. Der hat natürlich wieder keinen Bock. Mein Gott, wie kann man nur so unnütze sein, echt? Okay. Ich glaube auch nicht, dass sich der Ander im Polizeirevier blicken lassen würde. Ja, nee, das nicht. Die Person kommt mir bekannt. Ja, das wissen wir schon. Ich finde, das Viech hat was. Und wer würde nicht mal gerne seine Krallen ausfahren? Wo ist die Frau? Die steht hin. Stand doch vorhin auch nicht mehr hinten. Jetzt ist sie wieder da. Können wir bestimmt noch was fragen, ne? Stand vor dem Café nicht sonst ein... Kennen Sie David Schulz oder Thilo Kruschwitz? Ja, das Kruschwitz? Haben wir mit allen schon mit ihr geredet? Glaube ich nämlich auch nicht. Dieser Tisch ist für das Personalreservat. Ja. Deine Mutter ist fürs Personalreservat. Findet der Spielautomat gar keine Verwendung mehr? Aha. Wenn Gäste eingeladen sind, lassen wir ihnen das Vergnügen. Aber nur, um sie ein wenig zu schröpfen. Jeder Versuch kostet 1 Euro. Und der Auskommendrops... So finanziere ich neue Requisiten für das Café. Ja, ich auch. Und ich hatte gehofft, damit ließe sich eine Falltür in den Folterkeller öffnen oder so. Genau. Darf ich? Ich kann einfach nicht widerstehen. Ja, dann schmeiß was rein. Ja, lass uns doch. Wir wollen Geld verlieren. Mann. Oder Frau, besser gesagt. Dieser Tisch ist für das Personal reserviert. Deine Mutter ist fürs Personal reserviert. Könnte der Führerschein Ihres Kellners gefälscht sein? Warum ist hier nichts los? Heute schließen wir früher. Am Abend gibt es eine Lesung der besonderen Art. Mit ausgewählten Gästen. Aha. Ich würde dich ja einladen, aber man muss schon 18 sein. Oh, verstehe. Hardcore-Krimis. Na, oder hier irgendwelche illegalen Geschäfte. Ja, toll. Super. Ich bin ratlos. Ich bin immer noch geschockt. Dort habe ich noch nicht gefegt. Ist mir egal. Feg schnell auf. Aber echt? Wo steckt denn Ihr Kellner? Haben Sie von Heppners Ausbruch gehört? Ja, unvorstellbar. Man sollte meinen, Gefängnismauern halten einem Flitzer stand. Heppner, dass das eine meiner Krimis hat? Wohl kaum. Außerdem war der Wagen sehr robust. Ja, dann sind wir damit auch gleich durch mit allen Fragen. Wo könnten wir denn noch hin? Wir könnten mal bei der Katzendame gucken, ob sie gut geht. Wo steckt denn Ihr Kellner? Uli? Das wüsste ich auch gern. Ja. Wir haben heute Abend geschlossene Gesellschaft. Ach, darum machen Sie sauber. Darf ich jetzt? Dort habe ich noch nicht... Ja, sehr gut.
Gut, gehen wir zur Katzendame, weil hier langweilt es mich. Das würde ich mir nicht gerade ins Adlernest hängen. Ja, das wissen wir schon. Was du würdest, das ist mir eigentlich relativ schnurz. So, dann gucken wir bei der Katzendame, ob es ihr gut geht. Na, alles für den Schritt. Noch. Wie könnten ihr das... Oh, mit den Katzen? Ah, weiß ich nicht. Oh Gott. Haben Sie eine Theorie, warum jemand mit diesem Teil hier Angst und Schrecken verbreiten wollte? Als Ablenkungsmanöver womöglich. Aber steck es lieber weg. Hund bleibt Hund und Katzen bleiben Katzen. Und echt, das hat doch mit dem normalen Hund nichts zu tun. Hat Ihnen Hedner gedroht, sich zu rächen? Wie haben Sie sich nach dem Banküber... Hat ihn... Nein, das... Ja. Einfach weiterfragen, Munter. Mit allen. Waren Sie mal selber bei der Polizei? Hatten Sie damals nicht furchtbare Angst? Hat als Christian hat immer die geilsten Fragen. Immer. Die keinen Schwanz interessieren. Okay. Den Burschen hat Tim in Hageforst Süd gefunden. Er könnte mit Hedner zusammenhängen. Entweder versteckt er sich dort oder seine Beute. Könnte sich das Geld denn gut in einem Bunker halten? Hageforst Süd. Leicht mit dem Fahrrad zu erreichen, aber nicht ungefährlich. Die Beute handlich verpackt? Eigentlich ein prima Versteck. Tja. Ich weiß einfach zu wenig über den Bunker. Hast du ein Buch oder gibt's irgendwelche illegalen Sachen im Internet? Ja, na schön. Das hat uns jetzt... Halt mit den anderen noch. Mit Gabi brauche ich wahrscheinlich nicht hingehen. Ja, mit dem blöden Oscar wieder. Wo könnte Bodo Hedner seine Beute versteckt haben? Meinen Sie, Hedner hatte einen Komplizen? Wo könnte... Ach, das wüsste ich auch gern. Im Bunker. Wir sind wohl einer Meinung, dass sich das Geld auf der Flucht ganz sicher nicht in Luft auflöste. Aber kaum hatte Glockner ihn gestellt, meinte Hedner, die Kohle sei ihm vom Gepäckträger gefallen. Ein Drahtesel als Fluchtfahrzeug. Eigentlich clever. Ja. So umfuhr er jeden Stau. Ja. Gut. Hat uns jetzt leider nicht dahin gebracht, wo wir hinwollen. Ich will immer noch zu diesem Bunker. Ja, der Verdacht, dass da was ist, ist verdrießlich, aber keiner geht da runter. Hey? Wo geht? Vielleicht, die Taschenlampe kann er auch nicht nehmen. Nee. Weil er traut sich ja nicht mal. War auch mein Gedanke. Das hat sich wieder fein ausgetüftelt. Nee, alles gut, ich reg mich nur auf, weil wir nicht weiterkommen. Schlagen wir das Ding zusammenkommen. Ich muss irgendwas zerstören. Wo können wir denn noch hin? Der Horrorladen, wir können schauen, ob der David wieder da ist, aber ich glaube nicht, dass er schon wieder heimgekehrt ist. Das könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. In sein Nest. Horrorladen. Ich muss David sprechen. Dringend. David hat Feierabend. Er wollte um die Häuser ziehen. Mein Gott. Wo ist er denn? Du kannst mir auch nicht weiterhelfen. Wo ist er denn hin? Wir waren doch jetzt überall. Hier kann man auch nichts labern, oder? Mit irgendjemandem. Was? Was? Den Kater hat... Das würde ich mir nicht... Mit der Ische können wir auch nichts mehr reden. Wo steckt denn Ihr Kellner? Haben Sie von Hedners Ausbruch wo steckt der... Uli? Dort habe ich... Den einarmigen Bandit können wir nicht benutzen. Der Glockner redet nicht mit uns. Mhm. Ja. Die Katzendame hat jetzt nichts mehr zu sagen. Könnte der Führerschein Ihres Kellners gefälscht sein? Ah, das haben wir Warum ist hier nichts los? Könnte der Führer... Du meinst, das würde erklären, warum er trotz seiner Lese- und Schreibschwäche über eine Lizenz verfügt? Ja. Um an gefälschte Dokumente zu kommen, müsste er Kontakt zur Unterwelt haben. Ja. Oder meinst du, man spaziert einfach in den Supermarkt und schaut in die Regale? Dass man keine schwarzen Schafe in den gelben Seiten findet, liegt bestimmt nicht an ihrer weißen Weste.
Dieser Tisch ist für das Personal. Hass. Ja. Ich habe noch die andere Frage. Die hatten wir schon. Ach, hatten ich will schon. Nur wissen, ob jetzt so 5 auf rankommen. Könnte der Führerschein ihre. Warum ist hier nichts los? Hm. Heute schließt. Ah, stimmt. Heute ist ja diese blöde Lesung. Schön. Prima. Hat uns viel geholfen. Findet der Spielautomat gar keine Verwendung? Besitzt Herr Armknecht einen Hund? Nein. Nein. Warum auch? Klößchen, du dicker kleiner Hamster. Dicke kleine Hamster. Dicker kleiner Hamster. Stand vor dem Café nicht sonst? Kennen Sie David Schulz oder Krusch? Ach Gott, was ist noch verkehrt? Ich finde, das Viech hat was. Und die Person kommt mir bekannt. Okay, dieses Spiel schafft es, einen den Kopf zu zermalen. Total. Wenn man das den ganzen Tag spielt. Wir spielen das jetzt schon den ganzen Tag. Seit heute Vormittag. Und man hat irgendwie so nach einer gewissen Zeit einfach keinen Bock mehr. Ja, die Notizen geben halt auch immer nur extrem wenig bis gar keine. Frau Michels hätte gerne aktuelle Informationen über das Bunkergelände. Wie? Ja, dann gehen wir mit allen nochmal zu ihr. Ja, ich kann ja jetzt nicht so. Hat Ihnen Heppner gedroht? Wie haben Sie sich nach dem Banküberfall gefühlt? Also, ich den habe Kopf mich keinesfalls in ein Mäuschen verkrochen. Ich glaube, dieser Heppner hatte mehr Angst vor mir, als ich vor ihm. Sie müssen viel Courage haben. Vielleicht sagt dir irgendjemand noch was, was ihr hilft? Keine Ahnung. Wie soll ich ihr denn jetzt Informationen über das Bunkergelände geben? Ja, der Einzige, der Informationen hätte, wäre der Gabis Papa oder. Schäm dich, Oskar! Ich weiß nicht, ob der Lehrer da Informationen hat über das Bunkergelände. Ja, wie soll ich ihr da jetzt Informationen geben? Ich habe doch keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Wo könnte Bodo Heppner seine Beute ver... Ha! Okay. Wie soll ich jetzt Informationen... Den Kopf haben wir ja schon mit allen gezeigt, was geht. Ja. Ne? Ja, Klassenzimmer höchstens. Vielleicht hat der Lehrer Infos irgendwie aus Lehrbüchern oder so über diesen Scheißbunker. Ich weiß es nicht. Haben Sie schon mal jemanden im Wie haben die Kollegen ihre Wahl... Ich glaube... Oder kann man denen den Kopf zeigen? Nee, oder? Nein. Ich hoffe halt, dass er irgendwie Informationen über das Bunkergelände hat. Ja, das hoffen wir alle. Aber ich kann dann mit Nai. Wahrscheinlich höchstens mit Gabi. Nee. Schöner Scheiß. Oh mein Kreuz, tut weh. Sagt uns. Ich habe 500 Exemplare der Schülerzeitung ausgedruckt. Ist doch schön. Aber langsam wird es Zeit, dass Silke und Achim zurückkommen. Ja, finde ich auch. Wenn der Albertsen etwas macht, dann aber richtig. Da sind alles schon fest verschnürt. Da ein Exemplar herauszuzerren, kommt nicht gut. Dann ist vielleicht da noch eins drin? So, das Exemplar ist für Frau Michels. Dann hat sie die aktuellsten Informationen zum Bunkergelände Hageforst Süd. Im Ernst? Das ist es. Heppner hat durch unsere Schülerzeitung erfahren, dass der Bunker bald abgerissen wird. Ah, deswegen ist er so bleich nicht geworden. Nicht er steckt da unten, sondern das Geld. Ach, deswegen. Ja, aber warum so wusste Gabi denn nicht, dass da Informationen drin stehen? Mein Gott. Katzenpension. Schäm dich, Ost. Die hat eine Küche. Oh, Michels! Frau Michels! Hier! Please! In your face. Hier steht etwas über das Bunkergelände drin, auf dem Heppner seine Beute versteckt hat. So, der Bunker soll komplett abgerissen werden. Ja. Da haben wir das Motiv für den Ausbruch. Mhm. Sobald er die Polizei abgehängt hat, wird Heppner gefälschte Papiere besorgen, die Beute holen und sich absetzen. Mhm. Meidet die Gefahren des Bunkers. Haltet euch an den Komplizen. Bestimmt muss er die nötigen Papiere beschaffen. An den Komplizen. Welche Gefahren lauern in einem alten Bunker?
War Hepners Beute nicht sehr unhandlich? Sollten wir beim Stand der Dinge nicht lieber zur Polizei gehen? Was verbindet wohl Hepner mit seinem Komplizen? Was war denn Hageforst Süd für ein Bunker? Also, soviel ich weiß, handelte es sich um einen Nachrichtenbunker, der alle Botschaften in die Heimat und Befehle an die Kriegsfront weiterleitete, selbst unter den erschwerten Bedingungen eines feindlichen Angriffs. Das klingt nach einer unterirdischen Kleinstadt mit lauter Soldaten, Funkern und Laufbooten. Ja, das Rätsellösung kommen wir immer näher. Aber wie es weitergeht, werdet ihr erst im nächsten Teil erfahren, denn wir haben die 20 Minuten schon wieder voll. Oh. Ja. Ja, schön, schön. Lang hat's gedauert, sorry dafür. Ja, wir wenn sind euch ja auch das, noch nicht am Ende. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Ihr könnt uns gerne jederzeit ein Abo dalassen. Es ist für euch kostenlos und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Ja. Ja. Dann würden wir freuen, wenn ihr... Würden wir uns freuen. Würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Bis dann. Tschüss.